Hallo alle zusammen. Manuel meint, ich melde mich, um ein paar Infos loszuwerden. Habe hier auch ein paar Freunde um mich herum, ein paar Enten, die denken, dass ich jetzt was zu essen habe, was aber nicht der Fall ist. Ich möchte mich heute melden, weil doch ein paar mich gefragt haben, was denn los ist. Delgado TV, auf einmal alle Videos offline und dann eben auch die ein, zwei Beiträge, dass ich eben raus bin. Ja, und da möchte ich natürlich auch was dazu sagen. Ja, Fakt ist, dass ich damit nichts mehr zu tun habe, dass die Zusammenarbeit mit dem Marco Delgado auch beendet ist, dass auch zukünftig ich mit diesen Projekten, die anstanden, netplosiv, auch 5 Minuten für Deutschland, diese ganze Beitragsreihe, ist ja auch alles gelöscht worden. Ich bin einfach raus. Ja, warum? Vielleicht werden wir das nochmal später besprechen. Kann ja auch vielleicht der Marco noch was dazu sagen, obwohl ich glaube, er wollte dazu nichts sagen. Ist ja auch okay. Für mich ist das jetzt nichts Schlimmes, denn ich muss fairerweise sagen, dass es ja also die letzte Zeit auch nicht mehr so harmoniert hat, dass es auch einfach von der Ansichtssache, wie man an sowas herangeht, da doch ich gemerkt habe, dass das nicht so mein Ding ist. Am Anfang habe ich doch auch ja viele Beiträge vor der Kamera gemacht, so ich habe ja auch versucht, das Gesicht des Kanals eben zu sein. Dann bin ich ja immer mehr in den Hintergrund. Wir hatten ja dann ganz viele Beiträge, da hat auch die Silvia ja wahnsinnig viele Beiträge gemacht, die einfach dieses ganze Corona-News-Thema, Schreckensmeldungen doch aufbereitet haben, weil es ja doch irgendwo halt um Klicks ging. Ja, dann auch bei den Gesprächen, die ich mit Marco hatte, ist mir da auch am Ende einfach das... Mich hat es dann einfach genervt, wenn man mich nicht mal ausreden lässt. Ja, das haben ja auch einige in den Kommentaren geschrieben, so meine Position war für mich einfach nicht mehr die, in der ich mich wohlgefühlt habe. Dann habe ich im Endeffekt die ganzen Sachen im Hintergrund halt noch gemacht, merke aber auch, dass ich ja halt die Dinge für mich machen möchte. Und insofern wünsche ich da dem Marco auch viel Erfolg mit den Dingen, die er vorhat. Ich weiß, dass ich mein Ding jetzt wieder durchziehen werde und vielleicht mache ich auch nochmal einen Livestream, wo wir dann ja auch nochmal vielleicht ein paar Details besprechen werden. Aber da möchte ich jetzt erstmal noch abwarten, was denn so in den nächsten Tagen passiert, um dann da vielleicht auch etwas konkreter sein zu können. Ja, also insofern habe ich mit dem ganzen Projekt nichts mehr zu tun. Möchte jetzt doch auch hier auf dem YouTube-Kanal wieder ein bisschen machen. Habe ja da auch wieder richtig viel Freude gefunden. Mein neues Format, die Mysterien der Kirche oder das Mysterium der Kirchen, so heißt es ja. Macht mir Spaß. Ich weiß ja selber nicht, was passiert. Bis jetzt haben wir noch keine versteckten Katakomben gefunden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wie ihr mitbekommt, habe ich halt wieder sehr viel Freude an der Musik. Ja, auch die Sachen, die ich mit der Andrea gemacht habe. Da sind wir auch fleißig am Machen. Auch nochmal die Videos, die ich jetzt zu meinem Album noch rausgehauen habe. Und ja, wenn ihr mal mir einen Gefallen tun wollt, so, dann könnt ihr gerne die aktuellen Sachen von mir teilen. Denn ich bin halt nicht so verlinkt in dieser ganzen Szene. Ja, es gibt ja kaum einen Telegram-Kanal, der ich nicht selber bin, der meine Videos teilt. Also ja, wenn ihr da Freude habt, mir Freude zu machen, jetzt wisst ihr, wie es geht. Und vielleicht noch abschließend hinter mir ist das wunderbare Wasserschloss in Taufkirchen. Ich bin ja nach Taufkirchen an der Vils gezogen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und ja, auch das Leben auf dem Land bringt Vorteile mit sich, die ich gerne mit euch auch in dem einen oder anderen Video mal teilen möchte. Was geht eigentlich mit euch ab hier? Denkt ihr jetzt, dass ihr von mir was zu essen bekommt? Ja, die werden natürlich hier gefüttert von den ganzen Leuten. Ein Paradies für Enten. Und da hinten rennt auch die ganze Zeit ein Storch rum. Also irgendwie scheinen sich die Tiere hier in Taufkirchen auch wohl zu fühlen. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall auch wohl. Und nicht, dass man das falsch versteht jetzt, aber es war für mich einfach, ich habe mich nicht mehr real gefühlt bei dem, was ich gemacht habe. Ich habe einfach gemerkt, dass ich das ja gar nicht bin. Affenpocken, der nächste Lockdown kommt. Das ist einfach eine Überschrift oder so ein Beitrag. Ja, sowas möchte ich nicht mehr machen, das können andere machen. Und ihr wisst ja, was es bei mir jetzt wieder gibt. Musik und Quatsch. Ja, krass, hier, was geht mit den Enten ab? Ich glaube, wir müssen los.